Dein Leben ist wie eine Filmkritik. 0 von 5 Sternen. Hey, ihr Höllenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Loot Chest Unboxing. Diesmal habe ich nicht gesagt Minecraft Loot Chest. Ich muss hier natürlich wieder zensieren, da ihr sonst meine alte Adresse draus findet. Und das ist ein gutes Stichwort, bevor wir die Box hier öffnen. Ich bin umgezogen, ich wohne jetzt hier bei meinem Vater. Das heißt, ich wohne nicht alleine oder so, was ganz viele gedacht haben. Deswegen auch der andere Hintergrund, der ist provisorisch. Das heißt, ich bin jetzt hier gerade mit meinem Schreibtisch und alles hier im Wohnzimmer, bis ich dann oben in meinem Zimmer bin. Da kann ich dann auch Softboxen aufstellen und so weiter und so fort. Da hinten, das ist jetzt keine Produktplatzierung oder so, da liegt doch die Verpackung von Rocket. Und der ganze Müll hier ist übrigens noch der... sag schon, hier, der beim Advent mit den Kerzen, der Adventskranz. Und ja, so, wir öffnen wie gesagt wieder die Loot Chest. Und das müsste die Mai-Box sein, genau, die Mai-Box. Oder, ja, genau, die Mai-Box. Nein, die Mai-Box wird erst versendet. Das ist die März-Box. Und da gucken wir gleich mal. Nein, das ist sogar die April-Box. Okay, wie gesagt, April-Box, April, Mai, stimmt, März, April, Mai, okay, ich bin schon komplett raus. Wie gesagt, Leute, das ist hier die April-Box und ich gucke jetzt noch nicht rein. Ich weiß nicht, was hier in der Box sich befindet und deswegen fangen wir einfach mal an. Ich sehe hier schon ein paar Sachen, die rausstechen und ich würde sagen, wir fangen heute einfach mal mit dem T-Shirt an, weil, wie ihr wisst, ist jedes Mal fast ein T-Shirt dabei. Und dann öffne ich das hier jetzt mal ganz kurz. So... Gut, natürlich könnt ihr hier zuerst sehen. Hier steht drauf, Will Test for Cake. Ja, sieht echt nice aus, das T-Shirt. Gefällt mir sehr, sehr gut und ist dieses Mal auch wieder in der Übergröße. Finde ich aber gut, weil man diese lockeren T-Shirts geil in... Also so einfach drüber ziehen kann und das schön locker für den Sommer ist und so weiter. Ah, ich habe eine Idee, dann mache ich das jetzt da hinten hin. Oh, perfekt. Das haben wir jetzt da hinten. Das heißt, jetzt kann auch keiner mehr sagen, Produktplatzierung. Ist ja aber auch keiner, das würde ich klar kennzeichnen. Und kommen wir gleich mal zum nächsten. Das ist sehr... Nee, ich würde sagen, das behalte ich mir bis zum Schluss. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Und das hier ist ein Transformers. Hier, Leute, guckt. Ein echter Transformers. Ich hoffe, man sieht es jetzt nicht so gut, weil das Licht hier nicht gut ist. Ja, jetzt. Und zwar ist das Nano. Ja, der heißt so. So, bitte wieder fokussieren. So, gut. Da sind wir wieder. Ich hoffe, der Fokus passt jetzt so, weil irgendwie spinnt irgendwie die ganze Zeit. Und zwar haben wir hier einen Transformer. Und das ist ein Transformer, den ich persönlich nicht kenne, denn der heißt Nano. Und ich kenne keinen Nano. Ich weiß nicht genau, wer der ist. Aber wer es weiß, der kann es mir sagen, in welchem Teil der vorkommt. So, dann machen wir mal weiter. Und zwar mit was Großem. Und zwar ist das eine Star Wars Tasse. Und da ich sagen muss, dass Star Wars ja in letzter Zeit ziemlich gehypt wird, auch wegen dem neuen Film, finde ich das mega, mega cool. Da ist einfach vorne so ein... eben so ein X-Wing oben und ja, ich finde, die sieht sehr, sehr nice aus hier. So sieht die ganze Box hier aus und ihr sagt mir immer, ja, du sagst doch eh zu jedem, das ist nice, weil ich eigentlich noch nie so recht enttäuscht von etwas bin. Da machen wir gleich mal weiter und sie hat fokussiert, nice. Gut, machen wir gleich mal weiter und zwar haben wir hier etwas Kleines, wie fast jedes Mal ist nämlich wieder ein Sticker dabei und zwar ein Big Bang Theory Vinyl-Sticker. So ein Vinyl-Sticker. Und das hier sieht so aus. Ich muss sagen, ich bin jemand, der hat die Serie noch kaum geguckt. Bin ich der Einzige, der die Serie noch nicht so verfolgt hat? Oder ist das irgendwie gang und gäbe, dass man die Serie gesehen haben muss? Werde ich mir auf jeden Fall aufbehalten. Das ist jetzt so ein Ding, wo ich sage, okay. Aber ich weiß ja auch nicht, weil ich gucke halt die Serie nicht so. Gut. Dann kommen wir zum nächsten, was mich auch sehr, sehr gefreut hat.
Und zwar, als ich das hier aufgemacht habe und ich gesehen habe, oh mein Gott, das ist jetzt nicht etwa ein Energy Drink. Und zwar ist das hier ein Energy Drink, den ich selber noch nicht kenne. Und zwar heißt der Raubtierbrause Energy Drink Original. Der ganze hier sieht so aus. Und ich muss sagen, ich finde den, also das Design finde ich, sieht echt mal neu aus. Raubtierbrause ist auch ein deutscher. Kauf mich unter www.raubtierbrause.de. Und ich werde den auf jeden Fall probieren. Heute in der Folge nicht, weil ich hier noch einen Red Bull stehen habe. Übrigens auch keine Produktplatzierung. Ich wollte es immer gesagt haben. Und wenn ich den jetzt auch noch trinke, dann renne ich nachher nackt durch den Zoo und schreie. Wisst ihr? Also, nein. Werde ich aber wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Oder ich werde. Habt ihr generell mal Lust auf irgendwie so einen Süßigkeiten-Fresskram, den ich dann einfach irgendwie im Supermarkt kaufe, wo ich mir denke, das könnte ekelhaft schmecken? Und dann trinke ich das einfach mal mit. Und auch Sachen, die ich selber noch nicht kenne, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten. Und zwar ist das Ganze hier ein Pechkeks. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Den Keks selber möchte mein Bruder nachher essen. Und ich öffne den Keks jetzt einfach mal, weil ich echt jetzt gespannt bin, was da drin sich verbergen kann. Und okay. Es sind sogar zwei. Oh, nee, es ist einer. Moment, ich muss ihn gar nicht zerbrechen. Und zwar ist das hier so ein, quasi so ein Keks. Der wurde anscheinend schon zerbrochen. Der sah ursprünglich so aus. Dann mache ich ihn jetzt mal auf und guck einfach mal, was da drin steht. Oh mein Gott, Leute. Hier steht: Dein Leben ist wie eine Filmkritik. 0 von 5 Sternen. Okay, gut. Dankeschön für die Information, liebes Pechkeks. Hier nochmal der Beweis, dass es hier wirklich drauf steht. Moment. So. Ich mach's mal hier. Ich hoffe, man kann es von hier aus lesen. Ja. Finde ich eine lustige Idee. Natürlich, man kann an solche Glückskekse oder auch an solche Pechkekse glauben. Ich bin da nicht so jemand, der sich da irgendwie drauf was einbildet. Bei Glückskeksen vielleicht eher, bei so Pechkeksen nicht so. Deswegen, ja, mal schauen. So, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir noch zu einem Rabattgutschein, der hier dabei ist. Und zwar sieht das aus, dass das hier für Raubtierbrause ebenfalls ist. So ein 20-Euro-Rabatt für Luches-Kunden Raubtierbrause. Das ist ja schon krass. Das 20-Euro ist ja schon echt hammer viel Geld. Und ich sage jetzt mal so, wenn man sich jetzt da was für 20 Euro kauft, ist es dann kostenlos mit diesem 20-Euro-Gutschein. Werde ich auf jeden Fall mal probieren, denn wenn dieser Energy-Drink gut schmeckt, dann werde ich das hier mal bestellen und vielleicht dann an euch da draußen verlosen. Daumen nach oben, wenn ihr das wollt. Damit zeigt ihr mir, dass ihr eben eine Verlosung wollt für das Ganze. Dass ich euch mal so einen Energy-Drink verlose und dann, wenn ihr wollt, kann ich euch da drauf was unterschreiben oder so, wenn ihr das möchtet. Aber das ist natürlich, wer möchte sowas auch. So, gut, und jetzt kommen wir zu etwas, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe, als ich die Box geöffnet habe. Und zwar haben wir hier... Hier. Und zwar Drillbur und Pokémon. Richtig nice. Ich als alter Pokémon-Fan habe damals, ich weiß nicht wie lange, mit meinen Brüdern immer Pokémon gespielt. Und ich finde das so nice, dass ich jetzt mal so ein Pokémon habe. Ich weiß, dass es in der Loot Raider Box ein Minecraft-Tier gab, aber da habe ich die Loot Raider Box nicht mehr bekommen. Und das hätte ich so gerne gehabt, aber ich war heute beim Saturn und habe sogar so ein Minecraft, so eine Pilzkuh gesehen. Und ich habe mir gedacht, so, soll ich mir die jetzt holen oder soll ich sie mir nicht holen? Ich werde sie mir wahrscheinlich noch holen. Und ich finde es mega cool, dass ich hier jetzt so ein Pokémon habe irgendwie.
weil wer möchte schon kein Pokémon haben, deswegen, und ja, die Scheren hier von diesem Maulwurf sind auch ziemlich hart, finde ich auf jeden Fall mega geil. Mein Bruder hat mir gerade noch gesagt, dass das hier von Drillboar die Weiterentwicklung der Staluboar heißt und dass das mal sein Lieblings-Pokémon war, ziemlich nice. Und ja, das war's eigentlich schon. Das Einzige, was wir hier dann noch haben, ist natürlich ein Loot-Chest-DE-Sticker, der auch noch irgendwo bestimmt bei mir Platz finden wird, nur weiß ich noch nicht ganz genau wo. Ich find's übrigens mega cool, dass ihr mich so sehr unterstützt bei diesen, wie soll man sie nennen, bei diesen Unboxings und so weiter, weil die mir wirklich mega viel Spaß machen. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, macht's gut. Das Buch mache ich jetzt nicht auf, wenn die Leute wissen möchten, wie viel das gekostet hat, weil die Folge ja doch schon ziemlich lang wurde. Aber ich kann ja mal ganz kurz durchschauen. Die Transformers-Figur für 12,99. Das T-Shirt für 14,99. Dann die Tasse ebenfalls für 12,99. Der Sticker von Big Bang Theory für 4,99 €. Das Pechkeks 1,49 €. Und die Raubtierbrause ebenfalls für 1,49 €. Und dann natürlich noch ein Pokémon-Plush. Da gab es auch noch andere. Für 9,99 €. Hat sich ja dann sehr gelohnt, die Box hier. Wie fandet ihr die Box so? Habt ihr bessere Boxen gesehen? Fandet ihr die Box eher mittelmäßig? Schreibt es mir rein. Ich finde es immer wieder toll, mit euch in den Kommentaren diskutieren zu können. Und ich würde einfach mal sagen, haut rein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Nicht vergessen, abonnieren, wenn ihr Bock habt, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ich würde sagen, Leute, hier findet ihr mein letztes Loot-Chest-Video und darunter mein letztes Loot-Trader-Unboxing. Also gut, Leute, haut rein und ciao.